Das vielleicht Wichtigste ist, sich nicht sozusagen in der Politik auf den einmal gefundenen Pfad zurückzuziehen und sagen, das habe ich nur vor 14 Tagen beschlossen, das muss ich jetzt durchziehen, sondern immer wieder klug die Lage zu analysieren und zu fragen, muss ich was verändern? Und das ist die Aufgabe und das macht mir Freude. Also da bedauere ich nichts. So, und das ist aber fordernd. Und das, was bleibt, ist, dass ich, glaube ich, bis jetzt der Aufgabe gerecht geworden bin, aber dass es jetzt sozusagen eine Zeit ist, in der man unendlich viel über ganz viele andere Sachen nachdenken kann, würde ich jetzt nicht behaupten.